Letztens wollte ich meine Wohnung neu dekorieren und habe mir Ballons gekauft. 20 Stück sollen in jeder Packung drin sein. Na, mal sehen, ob das stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stimmt. Wenn in allen Packungen 20 Ballons drin sind, frage ich mich natürlich, wer zählt die ganzen Ballons? Das passiert hier. Hier werden die Ballons abgefüllt in der Ballonfabrik. Und diese Maschine, die zählt die Ballons. Erstmal kommt ein ganzer Haufen Ballons hier an. Die Ballons werden hochtransportiert zur Maschine. Und da oben fallen sie in das gute Stück rein. Und dann müssen die da drin irgendwie gezählt werden. Aber wie macht die Maschine das? Die Ballons fallen weiter in diese Schalen. Die Schalen öffnen sich und die Ballons fallen raus. Unter den Schalen gibt es nochmal Schalen. Da bleiben die Ballons auch kurz drin und fallen dann wieder weiter runter. Unten öffnet sich dann eine Luke. Und da fällt dann ein ganzer Haufen Ballons in diese Fächer. Wie viel sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Ballons. Aber wie hat die Maschine das jetzt gemacht? Das Geheimnis liegt im Gewicht des Ballons. Ein Ballon wiegt genau 2 Gramm. Das bedeutet, dass 20 Ballons insgesamt 40 Gramm wiegen. Alles schön und gut, aber wie kriegt die Maschine 20 Ballons zusammen? Das macht sie mit Hilfe dieser ganzen Schalen. Ich habe die Maschine mal nachgebaut. Erstmal kommen in die ersten Schalen Ballons. Irgendeine Anzahl, ganz nach Zufall. Das sind Waagschalen, das heißt, das Gewicht der Ballons wird erstmal gemessen. Ein Ballon wiegt 2 Gramm. Wenn also 18 Gramm Ballons in einer Schale drin sind, dann sind es 9 Ballons. Bei 10 Gramm macht das 5 Ballons. Bei 12 Gramm 6 Ballons. Und das macht zusammen 9 plus 5 plus 6 gleich 20. Also habe ich da schon mal meine 20 Ballons. Die kommen alle in diese große Schale. Und ab damit. Genauso macht die Maschine das auch. In die leeren Waagschalen kommen jetzt wieder Ballons rein. Die werden auch wieder gewogen. Das heißt, das Gewicht wird gemessen und dann kann die Maschine ausrechnen, wie viele Ballons da drin sind. Hier sind 3 drin. Da sind auch 3 drin. Hier 2. Hier sind 4 Ballons. Und hier auch wieder 2. Gibt das 20? 3 plus 3 sind 6, plus 2 sind 8, plus 4 sind 12, plus 2 sind 14. Zu wenig. Tja, was mache ich da? Glücklicherweise habe ich leere Schalen, genau wie die Maschine auch. In diese Vorratsschalen kommen einfach die Ballons rein und die Zahl klebe ich auch noch dran. Die Waagschalen sind wieder leer und da kommen jetzt wieder Ballons rein. Die Ballons werden wieder gewogen. Und dann ist auch wieder klar, wie viele Ballons in den Waagschalen drin sind. Jetzt habe ich 10 Schalen, da müsste doch irgendwie was zu machen sein. 5, 8, 6, 8, 2, 3, 3, 2, 4, 2. Kriegt man da 20 Ballons zusammen? Mal gucken. 2 plus 8 sind 10, plus 2 sind 12, plus 8 sind 20. Sehr gut. Also die Schale mit den 2 Ballons kommt vorne rein. Die Waagschale mit den 8 Ballons auch. Diese Schale mit 2 Ballons kommt auch vorne rein.
und nochmal 8 Ballons sind 20 Ballons. Und 4 freie Schalen. Die Maschine macht das ganz genauso. Oben sind die Waagschalen und darunter sind diese Vorratsschalen. Und alle 1,5 Sekunden hat die Maschine wieder 20 Ballons zusammengezählt. Oder besser gesagt, zusammengewogen. Die 20 Ballons werden dann weiter hierhin transportiert. Da fallen sie in Tüten rein. Die Tüten werden zusammengeschweißt. Und abgeschnitten. Und hier kommen die Etiketten an die Tüten. Und da steht es nochmal schwarz auf weiß, oder besser gesagt weiß auf rot, 20 Ballons. In jeder Tüte. Aber in Wirklichkeit sind es gar nicht 20 Ballons. Es sind 21.